Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, es ist wieder Zeit für eine Woche am Arm. Ich habe eine neue Uhr ganz spontan im Urlaub gekauft. Und zwar ist es eine Uhr aus der Serie Junghans 1972. Es gibt eine ganze Menge zu erzählen über diese Uhr, aber das werde ich im Laufe der Woche machen. Zunächst mal bin ich super glücklich, dass es heute ganz spontan geklappt hat, dass ich mir die Uhr im Urlaub noch abholen konnte. Und jetzt geht es auch schon los. Wir haben Mittwochmorgen, 10:45 und meine Junghans Chronoscope 1972 Solar ist am Arm. Ich habe sie gerade vom Juwelier abgeholt und bin super zufrieden damit. Es war nicht ganz das Modell, was ich bestellt hatte und das war gut so, weil das Modell, was gekommen ist, hat mir dann in Natura noch besser gefallen als das andere Modell. Insofern passt das wunderbar. Ja, es ist eine Solaruhr, das heißt kein Automatikwerk drin, sondern ein Quarzwerk. Dafür hat sie einen Wecker. Ich werde euch die ganzen Funktionen über die Woche zeigen. Jetzt geht es erstmal nach Straßburg. Das heißt, es wird gleich auch noch ein paar schöne Bilder aus Straßburg geben. Ja, Mittwochabend, 5:08 und meine Junghans Chronoscope 1972 ist noch am Arm. Ja, heute sind wir relativ spontan nach Straßburg gefahren. Ihr könnt hier am Umfeld sehen, ich bin noch im Urlaub und Straßburg kannten wir noch nicht, also sind wir ganz spontan dahin gefahren und ich kann nur sagen, das, was wir gesehen haben, war fantastisch. Wir haben uns ganz bewusst für das Stadtviertel Petit France entschieden, weil wir gelesen hatten, dass es da sehr schön sein soll. Und wir sind definitiv nicht enttäuscht worden. Straßburg bietet sehr viel mehr als das. Aber bei 36 Grad im Schatten wollten wir uns das nicht unbedingt alles an einem Tag antun. Wir haben uns jetzt einen Teil angeschaut, haben sehr gut gegessen und haben das sehr genossen und wissen jetzt, dass wir definitiv nicht das letzte Mal in Straßburg waren. Ihr wisst, ich bin nicht der beste Fotograf. Ich habe mit meinem Handy ein paar Aufnahmen gemacht, einfach nur um euch zu vermitteln, wie es war, wie es uns gegangen ist. Und es war ein wunderschöner Tag und ich bin sehr froh, dass wir uns dafür entschieden haben. Zur Uhr kann ich sagen, ich habe mir die Bedienungsanleitung durchgelesen und bin noch nicht komplett fertig damit, denn es gibt so ein, zwei Funktionen, die in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind. Ich kann aber jetzt schon sagen, die Uhr hat einen Wecker. Ihr könnt auf 6 Uhr sehen, da ist ein kleiner Totalisator, der zeigt sowohl eine zweite Zeitzone an, als auch optional einen Wecker. Und der Piepton des Weckers ist so leise, dass er für mich komplett nutzlos ist, was aber nicht heißt, dass er für jeden nutzlos sein muss. Das Band ist sehr angenehm zu tragen. Ich werde euch das nochmal genauer zeigen. Man kann jetzt, glaube ich, schon sehen, es ist leicht gewölbt. Das heißt, die Außenlieder fallen etwas nach außen ab. Die Mitte steht etwas hoch. Es ist ziemlich bling-bling. Es hat kleine Glieder, was das Einstellen sehr angenehm macht. Zusätzlich noch kurze Glieder. Aber alles das werde ich euch im Verlaufe der Woche noch einmal im Detail zeigen. Wir haben Donnerstagmorgen, 8:30 und meine Junghans Chronosport 1972 Solar ist noch am Arm. Eine Uhr, die sich mit dem Stahlband wirklich sehr angenehm trägt. Ich werde das gleich nochmal versuchen, euch genauer zu zeigen, woran es liegt. Und nach der ersten Nacht kann ich schon sagen, ich mag die Leuchtmasse an dieser Uhr. Ich mag die Leuchtmasse an dieser Uhr insbesondere sehr gerne tagsüber, weil sie den Zeiger nochmal einen etwas anderen Kontrast gibt. Die Zeiger etwas besser ablesbar sind auf dem Blatt. Nachts über hat die Leuchtmasse in den ersten 20, 30, vielleicht 40 Minuten für mich einen indikativen Charakter und ist danach weitgehend wertlos, weil es ist nur noch ein extremes Glimmen, also extrem geringes Glimmen. Und wenn ihr noch mal euch die Zeiger anschaut, die Leuchtmasse ist ja dünn und kurz, passend zum gesamten Erscheinungsbild der Uhr und eben auch zeittypisch. Aber es ist nicht besonders hilfreich, wenn die Zeiger schon nicht besonders gut leuchten, dass sie auch noch dünn und kurz mit Leuchtmasse belegt sind. Also das ist nachts nichts. Das habe ich dann direkt in der ersten Nacht festgestellt.
Aber jetzt zeige ich euch noch mal ein kleines bisschen mehr zu dem Band. So, ihr könnt an der Uhrzeit sehen, ich habe es also direkt im Anschluss aufgenommen. Es ist kein, wie auch immer, geartetes Archivmaterial. Das Band ist wirklich schön, weil es relativ kleine, kurze Glieder hat und zudem auch noch, hier könnt ihr das sehen, da direkt hinter der Schließe, ein kleines Glied zum Feinstellen. Die Glieder sind leider nur, was heißt leider, am Ende stürzt mich auch nicht wirklich, gestiftet. Und ich habe für meinen Armumfang von im Sommer etwas über 17 cm 4 Glieder rausnehmen lassen. Das heißt, das Band sollte tatsächlich für viele Armumfänge reichen. Die Schließe ist, finde ich, sehr schön. Ich bin sonst kein großer Freund von diesen Butterfly-Faltschließen bei Stahlbändern, weil eben in der Regel die Feinverstellung fehlt. Bei den hier vorhandenen sehr kurzen Gliedern und dem extrem kurzen kleinen Glied ist das nicht wirklich ein Problem, weil sich das Band doch sehr variabel und sehr feinschrittig einstellen lässt. Die Endglieder sind natürlich massiv, der Anstoß ist sehr passend und was ich halt besonders schön finde ist, und da weiß ich gar nicht, wie gut sich das im Video darstellen lässt, dass die äußeren Glieder leicht abgeschrägt sind und nach unten abfallen, das Band also im Prinzip so einen leicht runden Charakter hat und das gefällt mir wirklich richtig gut. Das Band ist auch relativ beweglich. Die Glieder sind sehr eng, dadurch verhakt es sich etwas. Nach außen lässt sich das Band nicht biegen, nach innen aber komplett, sodass sich die Uhr auch problemlos in ein Reiseetui packen lässt. Es ist also keines dieser Stahlbänder, die nur einen geringen Biegeradius haben und sich dann irgendwann verkanten. Ihr habt gerade gesehen, das Band ist so eng, dass wenn ich es zusammenschiebe, es sich da nicht mehr bewegt. Es muss immer leichter Zug drauf sein. Am Arm ist das überhaupt kein Problem. Beim Rausnehmen aus dem Reiseetui könnte es eins sein. Wie gesagt, wenn Zug auf dem Band ist, lässt es sich absolut super bewegen. Ja, so viel zu Band und Leuchtmasse am zweiten Tag meiner eine Woche am Arm. Wir haben Donnerstagabend, Tag 2 meiner eine Woche am Arm, 10 vor 8 und die Junghans Chronoscope 1972 Solar ist noch am Arm. Heute war ein absolut mega ruhiger und gechillter Tag. Wir hatten knapp unter 40 Grad. Wir haben es also nicht übers Herz gebracht, mit dem Hund rauszugehen. Es wäre viel zu heiß gewesen. Das heißt, da wir hier in einem extremen Altbau im Urlaub sind, haben wir es vorgezogen, den ganzen Tag im Prinzip im Apartment zu bleiben, haben einen absoluten Binge-Viewing-Filmetag gemacht, haben uns Filme übers iPad reingezogen ohne Ende. War auch mal ganz schön, brauche ich nicht jeden Tag. Aber für jetzt war es einfach mal ganz schön und auch mal was anderes, was man eben nicht immer macht. Zudem ist mir aufgefallen, dass die Uhr, die ich übrigens immer noch richtig gerne trage, die sich super bequem trägt, die auch ein etwas außergewöhnliches Aussehen hat. Ich werde euch da noch ein paar Sachen im Laufe der Woche zeigen, wie die Klötzchenindizes, die besondere Gestaltung der Zeiger und so weiter. Aber die Uhr lässt sich leider im Zwielicht nicht optimal ablesen. Nachts, das hatte ich ja schon erwähnt, so gut wie gar nicht und im Zwielicht auch echt schwierig. Jetzt zum Beispiel hier auf dem Balkon um 8 Uhr abends geht es extrem gut, geht absolut super. Aber in der Wohnung heute über Tag hatte ich ein paar Mal Probleme. Zum Glück gibt es ja die zweite Zeitzone auf 6 Uhr, die ich auf die aktuelle Zeit eingestellt habe, sodass ich bei den meisten Uhrzeiten hier eine Ausweichmöglichkeit habe und die Zeit dann doch problemlos ablesen kann. Ich versuche das über die Woche nochmal einzufangen, was ich genau meine, denn es ist tatsächlich nicht immer einfach und nicht in jeder Situation einfach, die Zeit schnell und intuitiv zu erfassen. Wir haben Freitag 10 vor 9, Tag 3 meiner eine Woche am Arm und meine Chronoscope Solar 1972 von Junghans ist noch am Arm.
Ich muss die Ablesbarkeit bzw. meine Aussage, die Ablesbarkeit minimal revidieren. Je nachdem, wie man den Arm bewegt, sind die Zeiger dann doch etwas besser ablesbar. Ich habe das auch gestern nochmal gemerkt. Ich zeige euch das nochmal. So ist es nicht ganz so ideal. Und so ist es dann schon deutlich besser. Jetzt sind die Zeiger fast weg. Jetzt kommen sie wieder. Also das ist ja sehr stark vom Lichteinfall abhängig, auch in weniger guten Lichtverhältnissen. Wir sind ja hier im Urlaub, wie ihr an dem Umfeld deutlich sehen könnt, werden aber heute frühzeitig abbrechen. Zum einen aus familiären Gründen, zum anderen, weil wir mit der Unterkunft überhaupt nicht glücklich sind. Es fing damit an, als wir hier ankamen. Es fehlte eine Gardine, die war aus der Wand ausgebrochen, die Gardinenstange, großes Loch in der Wand. Und das Nachbarhaus konnte uns durch das Wohnzimmer ins Schlafzimmer und Badezimmer gucken. Und das fanden wir nicht gut. Das wurde tatsächlich innerhalb von 2 Tagen behoben. Was nicht behoben wurde, war ein defekter Toilettendeckel, ein defekter Duschkopf, ein verstopfter Abfluss in der Dusche, der dazu führte, dass beim Duschen bis zum Esstisch hin das Wohnzimmer unter Wasser stand. Es steht ständig Müll und zu waschende Wäsche im Hausflur und das über Tage. Der Aufzug war 2 Tage defekt. Die Dusche ist verschimmelt. Also es ist das Geld in meinen Augen definitiv nicht wert. Wir werden nicht wiederkommen und freuen uns jetzt umso mehr auf zu Hause, auch wenn der Trigger für die Heimfahrt kein erfreulicher ist, freuen wir uns doch auf ein sauberes und funktionierendes Umfeld zu Hause. Wir haben Freitagabend, 5.12 Uhr und meine Junghans Solar 1972 ist noch am Arm. Ja, ich hänge hier völlig apathisch im Sofa. Ich bin absolut platt und müde. Wir hatten einen extrem warmen Tag, dazu einen Reisetag mit etlichen Staus. Ich werde heute nicht mehr allzu viel Intelligentes sagen können, nur so viel. Mir gefällt das Stahlband optisch richtig gut. Und ihr könnt das hier auch bei dem Kunstlicht sehen, wie das die Reflexion wechselt, weil einfach das Stahlband nicht plan ist, sondern nach außen abfallende Winkel hat. Dazu trägt es sich wirklich bequem. An die Zeiger fange ich langsam an, mich zu gewöhnen, muss ich sagen. Aber mehr dazu in den nächsten Tagen. Und obwohl das Stahlband an und für sich richtig klasse ist, werde ich einfach für die Optik und zum Testen wahrscheinlich morgen und übermorgen auf das Original Junghans Racing Band wechseln. Ein schwarzes Lederband, gelocht, innen orange und die Löcher auch orange ausgefüttert. Passt bestimmt auch hervorragend zu der Uhr. Wir haben Samstagmorgen, Tag 4 meiner eine Woche am Arm. Wir haben 8:30 Uhr und natürlich ist meine Junghans Chronoscope 1972 Solar noch am Arm. Ich glaube, ich habe euch die Referenznummer der Uhr noch gar nicht genannt. Es ist die 14-4202.44. 4202 ist die Variante mit den weißen Totalisatoren. 4200 wäre mit den orangenen Totalisatoren. Und Punkt 44 hinten deutet auf das Stahlband hin. Punkt 00 wäre das Lederband. Soweit ich das sehe, gibt es aber die 4202 nur am Stahlband und die 4200 nur am Lederband, zumindest im Katalog und auf der Online-Seite von Junghans. Man kann natürlich beide Teile einzeln nachbestellen, aber es gibt, soweit ich das sehen kann, keine 4200.44, das heißt orangene Totalisatoren am Stahlband ab Werk. Keine Ahnung, warum Junghans das so macht. Aber so ist es und so kann man das auf der Webseite, im Katalog und auch beim Juwelier nachlesen bzw. in Erfahrung bringen. Heute werde ich auf das Lederband, was ich mir separat dazu bestellt habe, wechseln und euch zeigen, wie das aussieht. So, wir sind hier mitten im Wald. Hallo Motte. Mötti. Ja, fein. Und wir sind mitten im Wald, meine ich auch wirklich mitten im Wald. Hier ist es also richtig schön dicht. Gibt auch nicht besonders viel Weg. Was hier aussieht wie ein Weg, ist nur die Erde von einem umgefallenen Baum. Also hier gibt es auch keine großartige Lichtung und das liebe ich total, denn hier kann man es sich so richtig gut gehen lassen und wunderschön abschalten vom Alltag.
sozusagen Urlaub ohne Urlaub. Was ich euch aber zeigen wollte, war ein bisschen mehr über die Zeiger meiner Uhr. Ja, schauen wir doch einfach mal genau auf die Uhr drauf. Ihr könnt hier die Zeiger relativ gut sehen. Es sind einfache Metallzeiger, die aber typisch im Stil der 70er Jahre mehrteilig sind. Wir haben außen links und rechts den Metallrahmen und der obere Teil ist mit Leuchtmasse gefüllt. Der untere, mittlere Teil der Zeiger ist nicht poliert, sondern ich würde sagen mattiert. Ohne Lupe und Makro kann ich das nicht hundertprozentig sagen. Er wirkt aber in jedem Fall dunkler, sodass wir im Prinzip drei Lichtzonen auf dem Zeiger haben. Es ist einmal der polierte und damit glänzende Außenteil, dann der mit Leuchtmasse gefüllte obere Teil und der etwas dunkler wirkende untere Teil. Damit sollten die Zeiger eigentlich ideal ablesbar sein, weil man drei verschiedene Farbtöne und drei verschiedene Lichtreflexionen hat. Jeder einzelne dieser Bereiche ist aber relativ dünn und schmal, sodass man, wenn man nicht wie jetzt hier sowohl den Außenbereich dunkel als auch den Innenbereich hell sieht, sondern wie jetzt hier nur bestimmte Teile sieht oder auch jetzt hier, dann ist es dann etwas schwieriger, die dünnen sichtbaren Teile zu identifizieren. Ich zeige euch nochmal, wir haben jetzt ungefähr 1 Uhr. Je nachdem, wie ich die Uhr halte, verschwindet der Minutenzeiger fast ganz, um dann aber auch wieder klar ablesbar aufzutauchen. Besonders schwierig ist das, wenn die Stoppsekunde, der orangefarbene große Zeiger, der hier im Sekundentakt läuft oder im Bruchteil von Sekundentakt läuft, auf der 12 Uhr steht und der Minutenzeiger auch auf der 12 Uhr ist bei der vollen Stunde. Das heißt, wenn der Stoppsekundenzeiger den mittleren Teil mit dem mattierten Teil und der Leuchtmasse quasi überlagert und man sich nur auf die polierten Teile des Zeigers verlassen muss, das ist nicht ganz einfach. Zum Glück ist das nur 2 Minuten der Fall und danach kann man den Zeiger wieder durch leichtes Drehen der Uhr und etwas veränderten Lichteinfall gut ablesen. Ja, ist also eine Uhr gewisserweise typisch der 70er Jahre. Was ich auch sehr gerne mag, sind die Klötzchenindizes. Ich schaue mal, ob ich es hier eingefangen bekomme. Passen sehr gut zu den Zeigern, greifen auch die geteilte Farbgestaltung auf. Die Klötzchenindizes sind in der Mitte poliert, am Rand mattiert. Das heißt genau invers zum Zeiger. Insgesamt echt sehr interessant gemacht, die Uhr. Wenn auch nicht immer völlig leicht und easy ablesbar. Ja, ich war heute 1,5 Stunden mit dem Hund draußen und dabei habe ich etwas festgestellt, was ich wirklich richtig blöde finde bei der Uhr. Und zwar handelt es sich dabei um den Chronographenmechanismus, das heißt die Stoppzeitmessung. In der Beschreibung und beim Kauf war mir klar, die Uhr hat nur einen 60-Minuten-Zähler auf der 12. Soweit, so klar. Und ihr seht hier auch, dass ich eine Stoppzeitmessung bereits seit einiger Zeit laufen habe, genau genommen seit 46 Minuten. Als ich mit dem Hund draußen war, habe ich das auch gemacht und dabei ist mir aufgefallen, dass nach 60 Minuten nicht etwa die Messung weiterläuft, sodass dann es wieder bei 1 anfängt zu zählen, sondern die Stoppzeitmessung hört schlicht und ergreifend auf. Der große Zeiger, das heißt der Sekundenzeiger, bleibt stehen, der Minutenzeiger bleibt auf der 60 und es passiert einfach schlicht und ergreifend gar nichts mehr. Und das finde ich echt saublöde gemacht, denn ich kann schon abschätzen, ob ich 15 oder 75 Minuten unterwegs war. Nur wenn es einfach stehen bleibt, dann ist es echt wertlos. Das heißt, hier sind definitiv nur Messungen bis zu 60 Minuten möglich. Es ist nicht so, dass nur 60 Minuten angezeigt werden, sondern die Messung hört dann schlicht und ergreifend auf. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen durchlaufen und wenn ich dann wieder bei 60 Minuten bin, komme ich rein und zeige euch, dass dann wirklich Ende Gelände und Ende der Fahnenstange ist.
So, ihr könnt sehen, wir haben jetzt noch 45 Sekunden bis hier oben die 60 voll ist und die eine Stunde Zeitmessung erfolgt ist. Dann wird der laufende Sekundenzeiger der Zeitmessung einfach stehen bleiben und es wird nichts mehr passieren. Es wird auch die Minute nicht weiterspringen, wenn man weiterläuft. Es erfolgt kein Stopp-Start mehr. Es erfolgt aber dann noch eine saubere Rückstellung, wenn man das möchte. Und das war es. Zack, und das war's. Ich kann das jetzt noch eine Minute laufen lassen. Ihr seht, die kleine Sekunde ist jetzt bei 20 vor. Ich lasse es einfach noch eine Minute laufen, damit ihr seht, dass auch der Minutenzeiger nicht weiterspringt. Es passiert schlicht und ergreifend gar nichts mehr bei der Stoppzeitanzeige. So, wir kommen jetzt langsam in den Bereich 20 vor, Viertel vor, 35 hier bei der laufenden Sekunde, 20 vor, 15 Sekunden bis voll. Spätestens jetzt müsste ja die Stoppminute gesprungen sein, es passiert nichts. Ich drücke auf Zwischenzeit, Start, Zwischenzeit, es passiert gar nichts. Neue Startung geht wieder und das war's aber. Ihr seht, da passiert leider überhaupt nichts. Wir haben Sonntagmorgen, Tag 5 meiner eine Woche an Arm und meine Junghans 1972 Solar ist noch am Arm. Wie gesagt, ich mag die Uhr sehr gerne, weil sie außergewöhnlich ist, sportlich ist, sehr bequem zu tragen. Mit einer Ausnahme habe ich gestern festgestellt. Ich falte oft gerne die Hände hinterm Nacken, so mit beiden Armen, um den Kopf ein bisschen abzustützen, wenn ich ganz gemütlich sitze. Und also hier, da noch die andere Hand dazu, das kann ich jetzt gerade nicht zeigen, weil ich da mein Handheld-Stativ dran habe. Und dabei habe ich festgestellt, dass sich Haare in dem Band verfangen und das Band dir dann auch verkantet festhält und ausreißt. Ich habe etliche Uhren mit Stahlband, bei keiner Uhr habe ich das, aber diese Uhr hier ist in der Tat oder hat in der Tat ein Stahlband, was kopfhaarmördernd ist. Habe ich so auch noch nicht gehabt und fand ich interessant. Falls einer von euch die gleichen Angewohnheiten hat, wenn er gemütlich sitzt, dann kann dieses Stahlband hier tatsächlich am Kopf unbequem werden. Wir haben 2:05. Meine Junghans ist noch am Abend. Eigentlich wollte ich euch heute ein paar Bilder zeigen von dem neuen Lederband, was dran ist, im Sonnenlicht, was auch ganz gut aussieht, ein paar spaßige Aufnahmen aus dem Auto. Ich blende die ein, während ich spreche, aber das ist jetzt nichts, wo ich direkt dran denke, denn wir haben vor ungefähr 1,5 Stunden einen Anruf bekommen, dass mein Schwiegervater gestürzt ist und mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Wir können bisher noch überhaupt nichts erfahren, was los ist. Und wie einige von euch wissen, lebt mein Schwiegervater 260 Kilometer von uns entfernt. Das heißt, wir können auch nicht mal eben vorbeifahren. Es gibt auch keine anderen Geschwister oder irgendjemanden, den wir fragen könnten vor Ort. Wir werden also uns die halbe Nacht um die Ohren schlagen, bis wir aus dem Krankenhaus vielleicht was hören. Da wir jetzt schon 2:30 morgens haben, haben wir Montag, morgen am Dienstag hätten wir eigentlich auf den Tag genau unsere Silberhochzeit, wären 25 Jahre verheiratet. Keine Ahnung, wo wir da sind. Morgen ist, also der Montag ist Tag 6 meiner einer Woche, am Abend Dienstag wäre Tag 7. Ich weiß noch nicht, ob ich in der Lage bin, irgendwelche weitere Aufnahmen zu machen, irgendwelche Kommentare abzugeben. Falls das nicht klappt, werde ich irgendwann ein abschließendes Fazit einsprechen. Ich habe einfach noch keine Ahnung, wo ich die nächsten Tage bin, wie ich unterwegs sein werde und
ob ich Zeit, Muße und vor allen Dingen auch Lust habe, die Kamera rauszupacken, eine Aufnahme zu machen, ob es angemessen ist. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was Sache ist. Heute Nacht werden wir erstmal in Erfahrung bringen, was Sache ist und gegebenenfalls morgen Richtung Schwiegervater fahren, gucken, ob wir ins Krankenhaus kommen unter den gegebenen Corona-Regeln und dann mal schauen, wie es weiter ist. Freitag dieser Woche gehen wir auf eine Beerdigung von einem Vater einer sehr, sehr guten Freundin, den wir auch schon sehr lange kennen, also auch 250 Kilometer entfernt. Wir werden also relativ viel pendeln müssen. Ich weiß nicht, ob ich das Video so wie geplant zu Ende mache, aber ich habe ja schon einiges gesagt und irgendwann werde ich mit Sicherheit ein abschließendes Fazit einsprechen und dann überlege ich, ob ich das Video online stelle oder nicht. Am Montagmorgen, Tag 6 meiner eine Woche am Arm. Ja, die Wespen fliegen schon, ich bin begeistert. Und meine Junghans 1972 ist noch am Arm. Das Wichtigste vorab, ich habe das Krankenhaus erreicht. Mein Schwiegervater hat in Anführungsstrichen nur Prellungen. Das heißt, wir müssen nicht unmittelbar hinfahren und können die nächsten Tage so gestalten, wie wir das vorhatten. Ich habe jetzt zwar nur 3,5 Stunden Schlaf gehabt die Nacht, aber ich brauche zum Glück nicht so wahnsinnig viel Schlaf, deshalb ist das alles okay. Ich habe auf das Stahlband zurückgewechselt. Das liegt nicht daran, dass ich das Band von Junghans, was ich dran hatte, nicht extrem toll an der Uhr finde und auch extrem bequem am Arm ist, sondern es liegt daran, dass ich heute und morgen mit meiner Frau ins Freibad möchte. Und auch wenn ich immer sage, Lederbänder sind Verschleißteile, die bleiben immer dran und werden gewechselt bei Bedarf, ist das bei diesem Band hier insofern eine Ausnahme, als dieses Band ein Sondermaß hat von 23 cm am Anstoß auf 18 cm an der Schließe. Die Schließe ist zudem eine etwas außergewöhnlichere, besondere Schließe von Junghans. Und zudem kostet das Band knapp 70 Euro und ich habe kein vergleichbares Band gefunden, was mir ähnlich gut gefällt mit der Racing-Lochung, mit den orangenen Innenteilen, dem orange ausgefütterten Innenleder und diesen Maßen, sodass ich die Schließe auch verwenden könnte. Und 70 Euro zum regelmäßigen Wechsel, nur weil das Band nass wird, ist mir dann zu viel. Das heißt, es kommt das Stahlband dran. Ich blende euch auch ein, wie ich versucht habe, auf ein etwas dickeres NATO zu wechseln. Das geht nicht, weil die Stege doch extrem eng am Gehäuse sind. Auch das ist also ein Punkt, den ich lernen musste, was bei der Junghans nicht so gut geht. Man ist hier doch relativ stark festgelegt auf entweder das Stahlband oder das Originallederband, was mich insofern nicht stört, als beides tolle Bänder sind. Aber die Uhr ist eben nicht ganz so vielfältig und bandfreundlich wie andere Uhren, die ich habe. Wir haben Montag, 10 vor 8. Meine Junghans ist natürlich noch am Arm, Tag 6 meiner eine Woche am Arm und anders als ich es üblicherweise mache, der letzte Tag dieser Woche. Das liegt daran, dass wir morgen, also meine Frau und ich, morgen Silberhochzeit haben und ich diesen Tag mit ihr wirklich alleine verbringen möchte. Da wir nicht genau wissen, was in den nächsten Tagen noch alles auf uns zukommt, wo wir gebraucht werden, wo wir hinfahren müssen, das wird unser Tag. Und den möchte ich wirklich mit ihr verbringen, ohne Videos zu nehmen, ohne irgendwas aufzunehmen, ohne irgendwo mich abzukoppeln oder sonst irgendwas. Deshalb ist heute der letzte Tag meiner eine Woche am Arm, die de facto dann wirklich nur 6 Tage sind. Ich habe euch schon ganz viel über die Uhr erzählt, aber eine Sache habe ich euch noch nicht erzählt. Und das werde ich jetzt in diesem Video nachholen. Und zwar habe ich bisher noch nicht erwähnt, dass die Uhr keine verschraubte Krone, sondern eine Drückerkrone hat. Allerdings kann man es hier sehen. Da ist ein kleiner Pin. Dieser kleine Pin hat eine besondere Funktion. Das ist eine Auszugssicherung. Wenn man diesen Pin zur Krone hin arretiert, lässt sich die Krone nur eine Stellung ziehen zur Verstellung des Datums, aber nicht weiter. Also die Uhrzeit kann nicht irrtümlich verstellt werden. Man kann die Krone nicht irrtümlich über diese Stellung hinausziehen. Ich zeige euch das, während ich jetzt hier spreche, nochmal etwas genauer und größer im Video. Fand ich sehr charmant, kannte ich so nicht.
Mein Fazit zu der Uhr. Ich finde, es ist eine sehr bequeme Uhr, die auf eine sehr charmante Art und Weise den Spagat schafft zwischen den Anleihen der 70er Jahre mit den Klötzchenindizes, den speziellen Zeigern und der Farbgestaltung und der Moderne mit dem Solarantrieb, was die Uhr für mich zu einer Uhr macht, die sehr komfortabel zu tragen ist. Ich muss sie nicht aufziehen, wartungsarm, Batterie kann nicht leer werden. Alle paar Monate mal ein bisschen Sonne, finde ich alles sehr charmant. Am Stahlband trägt sie sich sehr angenehm. Das Lederband finde ich optisch ausgesprochen schön. 23 mm Bandanstoß sind jetzt nicht ganz ideal, aber ich finde es tolerabel, um es mal so auszudrücken. Als die eine Uhr für immer wäre sie nichts für mich, weil dafür ist die Ablesbarkeit der Zeiger sowohl in bestimmten Lichtsituationen als auch insbesondere nachts für mich dann doch nicht klar genug. Aber als gute Laune-Uhr für bestimmte Anlässe, wenn ich mal Bock auf was Farbe habe, wenn ich mal Bock auf 70er habe, ist die Uhr richtig klasse und ich werde mich mit Sicherheit öfter an ihr erfreuen, als ich mir jetzt aktuell noch vorstellen kann. Aber ich werde sie bestimmt nicht mehr eine Woche oder 10 Tage am Stück tragen. Dafür habe ich andere Uhren, die das besser können. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren eigenen Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.